Hortot ist ein Pokémon mit dem Typen Normal und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und kann sich zu Noctu weiterentwickeln. Hortot ist ein kleines eulenähnliches Pokémon, das augenscheinlich auf einem Bein zu stehen scheint und beige schwarz und dunkelbraun erscheint. Der Großteil seines Körpers ist dunkelbraun gefärbt, das auch für die Flügel gilt, und der Unterleib wird von einem runden Beigenbereich dominiert. Die Muster um seine Augen sind schwarz und der Torso ist kugelrund. Hauptbestandteil des Gesichtes sind die sehr großen Augen, die aus roter Lederhaut und mit kleinen schwarzen und runden Pupillen bestehen. Das Muster um die Augen besteht unten aus drei rechteckigen Segmenten. Oberhalb der Augen befinden sich zwei pfeilartige Federn, die an Uhrzeiger erinnern. Diese sind jeweils diagonal nach oben gerichtet und der kleine Schnabel hat seinen Platz unterhalb der Augen gefunden. Es besitzt noch relativ kleine Flügel und zwar hat es dann noch zwei Beine, aber es steht immer nur auf einem dieser beiden Beine und die kräftigen Füße sind mit vier Krallen bewaffnet. In seiner Shiny-Form ist der Körper goldfarben, aber der Unterleib ist etwas heller als der Rest des Körpers. Das zumeist in der Wildnis lebende Pokémon teilt sich seinen Lebensraum mit vielen anderen Bewohnern der Pokémon-Welt, wie zum Beispiel seiner letzten Entwicklungsstufe Noctu, Taubsi oder Habitak. Hierbei bevorzugt Hortot Löcher in den Wipfeln dicht bewachsener Bäume und das gemeinhin als nachtaktiv bekannte Pokémon wird nur sehr selten am Tag beobachtet. Das liegt unter anderem daran, dass es sich in der Dunkelheit dank seiner außergewöhnlichen Augen besser vor Feinden oder anderen Gefahren schützen kann. Mithilfe dieser durchforstet ist dessen Umgebung akribisch nach den eben genannten Feinden oder benutzt sie, um auch weit entfernte Nahrungsquellen zu lokalisieren. Diesem Pokémon wird außerdem nachgesagt, dass es über eine erstaunlich exakte innere Uhr verfügt, welche es Hortot ermöglicht, die Tages- oder auch Nachtzeit beinahe auf die Sekunde genau zu bestimmen. Durch diese Fähigkeit musste das Pokémon bereits diverse Zweckentfremdungen durchleben, da es gelegentlich als Wecker für deren Trainer verwendet wird. Nicht selten wird Hortot als Begleiter von selbsternannten Magiern gesehen, da diesem Pokémon das Gerücht anlastet, Geister oder andere übernatürliche Wesen erspähen zu können. Hortot ist die erste Stufe einer zweistufigen Entwicklungsreihe, das sich selbst zu Noctu entwickeln kann. Bei der Entwicklung verändert sich das Aussehen dieses Pokémon drastisch, besonders fällt dabei auf, dass die Augen an Größe verlieren und kein zentrales Element des Erscheinungsbildes mehr darstellen. Farblich wird das Pokémon dunkler und erhält eine aus Dreiecken bestehende Musterung auf seinem Bauch. Während Hortot standardmäßig auf einem Bein steht, nutzt Noctu beide Beine, der Farbton dieser ist aber nach der Entwicklung eher gelb. Außerdem verlängern sich die Flügel und der Kopf bildet sich nun mehr als eigenes Segment des Körpers aus. Dabei wird die Entwicklung durch das Erreichen von Level 20 in den Pokémon Spielen ausgelöst. Mit seinem Typ Normal und Flug ist es dabei immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Käferattacken und doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis- und Gesteinsattacken. Und der Rest macht normalen Schaden.